Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Nee, die Flocko, ja, wie geht's auch? Hoffentlich alles cool. Ich bin jetzt gerade in der Küche, mache mir jetzt gerade Mittag. Mein Chef, der Seid, hat gestern Zucchini mit Fleischfüllung gemacht. Sieht sehr lecker aus, ist noch von gestern noch übrig geblieben. Und jetzt mache ich eine krasse Mischung mit den Nudeln hier. Hau ich sie alle da rein in die Pfanne und ja, genehme ich mir jetzt heute was Exotisches. Ja. Das wollte ich euch mal jetzt zeigen, so als von Anfang und so. In dem Sinne, wenn ich jetzt kochen. Jo, ihr schaut zu. Bisschen wenig, aber lecker. Sieht schon fresh aus. Bin mal gespannt. Wir sagen jetzt schnell, genau. Und Mattheit. Bis später. Jo, da bin ich wieder. Und wie ihr merkt, bin ich jetzt gerade draußen. Weil ich bin jetzt auf dem Weg zum Jetzt. Es ist auch eine Jugendeinrichtung. Und da muss ich ein paar Sachen holen. Halt, ich muss eigentlich den Schlüssel abholen für morgen. Weil ich bin ja morgen mit dem Video-Workshop dort. Und ja, jetzt bin ich halt schon auf dem Weg. Ich habe keine Ahnung, wo das Teil ist. Habe jetzt auch in den Navi eingegeben, halt auf mein iPhone. Und jetzt suche ich den Scheiß. Und ja, ihr kommt mit und seht, wie ich das suche. Ja, bis gleich. Cause you are the piece of me. I wish I didn't need chasing relentlessly. Still fighting, I don't know why. If our love is tragedy, why are you my remedy? If our love's insanity, why are you my clarity? Why are you my clarity? Yo, der Navi sagt, dass ich genau richtig bin. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo das Teil ist. Und, ist es vielleicht da drin? Ist die Lichter noch aus? Alter, fucking shit. Ja. Boah, hier ist die Sendlinger Straße 7, aber ich habe null Plan, wo der Eingang ist. Ja, hier ist die Sendlinger Straße 7. Aber ich sehe hier keinen Jugend. Ah, da, ich sehe es. Das ist da drin. Hier in dieses. Da, neue Öffnung. Bin mal gespannt. Gut, da kann ich eigentlich direkt her. Morgen kommen, aber. Naja, ich gehe jetzt mal rein und ja, dann sehen wir uns gleich. Jo, da bin ich wieder und ja, wir sind wieder einen Kaffee. Und der liebe Enzo spielt jetzt mit mir mit der Oculus Rift. Was? Und jetzt fährt er jetzt ein bisschen Achterbahn. Er macht das zum ersten Mal mit der Oculus. Er hat vorhin Don't Let Go gespielt, das mit der Spinne. So. Okay, bist du bereit? Jo. Okay, dann los geht's. Ist eigentlich voll harmlos, aber jetzt schauen wir mal, wie er reagiert. Jetzt kannst du eigentlich nach unten, links, rechts auch schauen. Schön langsam. Ja, das ist krass. Bist du schon mal Achterbahn gefahren? Oh, ein bisschen nicht. Bist du schon mal Achterbahn gefahren? Ja, so ein bisschen. Aber ich bin da sonst immer relativ weich an. Okay. Schau mal, wie er gerade aus. Boah. Okay, gut. Das ist noch kalibriert, weil das Oculus Rift ist noch leicht verbuggt. Sozusagen, ab und zu hängt der mal. Aber jetzt ist er voll. So, jetzt geht's gleich bergab. Oh Gott! Scheiße, Alter. Jo, lassen wir mal den Enzo mal weiterzucken. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.